Hallo, hier geht es um folgende Aufgabe. Gegeben ist das allgemeine Dreieck ABC mit AB gleich 8 cm, BC 6 cm und AC gleich 4 cm. Berechne das Maß des Winkels ACB. Wenn noch keine Zeichnung oder Skizze vorhanden ist, würde ich Ihnen empfehlen, eine Skizze zuerst vorneweg zu machen, um sich das grafisch ein bisschen vorstellen zu können. Skizze heißt nicht maßstabsgetreu, man darf es auch gerade freihand zeichnen. Zum Beispiel so, Eckpunkte benennen A, B, C und jetzt hier in diese Skizze die bekannten Größen eintragen. Wir haben A, B mit 8 cm, wir haben B, C mit 6 cm und A, C mit 4 cm. So, und was gesucht? Der Winkel A, C, B, das ist der hier oben. Den wollen wir herausfinden. So, da hier ein eindeutiges Dreieck existiert, ja, es ist der Kongruenzsatz SSS, alle drei Seiten sind bekannt und die Dreiecksungleichung gilt auch. Das bedeutet, ein eindeutiges Dreieck ist vorhanden. Gehe ich zu mir her und stelle mir folgende Frage, ist dieses Dreieck rechtwinklig? Wenn ja, dann dürfte ich nämlich mit dem Sinus, Cosinus, Tangens oder Pythagoras weiterrechnen. Wenn nein, dann darf ich nur den Sinussatz oder den Cosinussatz nehmen. Hier wissen wir nicht, ob es rechtwinklig ist, ja, steht nirgendwo dabei, also müssen wir davon ausgehen, es ist nicht rechtwinklig, es funktionieren nur Sinussatz oder Cosinussatz. Dann überlegt man sich, welcher dieser zwei Sätze funktioniert jetzt für unsere Aufgabe. Wenn ich den Sinussatz näher anschaue, sehe ich sofort, dass ich eigentlich mindestens zwei Winkel brauche. Also entweder ein Winkel ist gesucht, dann muss noch ein weiterer Winkel gegeben sein oder es müssen zwei Winkel gegeben sein. Hier habe ich nur einen Winkel, der gesucht ist, also funktioniert der Sinussatz nicht. Bleibt nur der Cosinussatz übrig. Der Cosinussatz selbst arbeitet mit drei Seiten und einem Winkel. Und da wir hier alle drei Seiten kennen und ein Winkel gesucht ist, funktioniert hier der Cosinussatz auf jeden Fall. Da der ein bisschen länger ist, muss ich den jetzt auch noch drunter schreiben. Die allgemeine Form finden wir in der Formelsammlung. Da heißt es ungefähr a² ist gleich b² plus c² minus 2 mal a mal b mal c mal Cosinus von Alpha. So, beim Cosinussatz ist wichtig, dass hier das, was auf der linken Seite vom ist gleich steht, ist immer die Seite, die gegenüber des gesuchten oder gegebenen Winkels liegt. Ja, also ich habe jetzt die Formel mit Cosinus Alpha, also muss ich mit a² beginnen. Würde man hier hinten stehen haben Cosinus Beta, dann würde hier vorne stehen b² ist gleich a² plus c² minus 2 mal a mal c mal Cosinus Beta und mit Gamma genauso. Okay, schauen wir uns unsere Zeichnung an. Wir gucken nach, wo liegt der Winkel, der ist hier oben bei C, welche Seite liegt gegenüber und mit der müssen wir anfangen. Also folgt daraus, die Strecke AB zum Quadrat ist gleich und jetzt die beiden anderen, ist vollkommen egal, mit welcher man anfängt, ob man zuerst BC Quadrat schreibt und dann AC Quadrat oder andersrum, macht überhaupt nichts aus. Minus 2 mal BC mal AC mal Cosinus vom Winkel ACB. So, man sieht schon, die Form ist immer etwas länger. Nächster Schritt, bekannte Größen einsetzen. AB sind 8, also 8 Quadrat, BC waren 6, plus 4 Quadrat, minus 2 mal 6 mal 4, mal Cosinus von und zum gesuchten Winkel ACB. So, an dieser Stelle, wer den Solver zur Verfügung hat, der würde natürlich hier schon funktionieren. Man kann das ganze Ding eingeben und mit dem Solver lösen lassen. Falls nicht, müssen wir natürlich erst noch die Umformung durchführen, Äquivalenzumformung, so dass wir am Schluss den Winkel ACB alleine übrig haben. So, wir machen wir das zuerst. Müssen alle Zahlen und der Cosinus auch eben auf die linke Seite rüber. Wir beginnen mit der Strichumformung, das heißt, da wo kein Mal dazwischen steht, die müssen zuerst weg, das heißt erst minus 6 Quadrat und minus 4 Quadrat, also diese beiden hier. Ja, da sehen wir, die sind alle mit einem Mal mit dem Cosinus verbunden, die kriegen wir jetzt also dann nicht weg. So, also steht auf der linken Seite 8 Quadrat
minus 6 Quadrat minus 4 Quadrat ist gleich minus 2 mal 6 mal 4 mal Cosinus vom Winkel ACB. Nächster Schritt ist, dass ich alles, was vorm Cosinus steht, wegbringe. Das ist alles mit mal verknüpft, deswegen muss ich hier einfach durchteilen. Geteilt durch minus 2 mal 6 mal 4 kann man natürlich auch schon ausrechnen. Ist vielleicht ein bisschen weniger zu schreiben, aber hat verändert den Termwert jetzt nicht. Nur ein bisschen weniger Schreibarbeit. Dann steht hier auf der linken Seite minus 8 Quadrat minus 6 Quadrat minus 4 Quadrat. Geteilt durch ist nichts anderes als ein Bruchstrich. Also kann ich hier stattdessen auch einen Bruchstrich schreiben. Und jetzt kommt es einfach unten rein. Minus 2 mal 6 mal 4. Ist gleich Cosinus vom Winkel ACB. So, und jetzt noch die Umkehrfunktion vom Cosinus, also Cosinus hoch minus 1. Dann folgt daraus, ich drehe jetzt noch die Seiten um, Winkel ACB ist gleich Cosinus hoch minus 1 von, und jetzt der ganze Teil einfach hier reinschreiben. 8 Quadrat minus 6 Quadrat minus 4 Quadrat geteilt durch minus 2 mal 6 mal 4, Klammer zu. So, das müsst ihr jetzt eigentlich hier Taschenrechner ausrechnen können. Und da kommt ein Winkelmaß von 104,48 Grad heraus. So, damit haben wir den Winkel berechnet.